Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Christina Stecklein und dies sind die Themen für Mittwoch, den 10. Oktober. Seit dem 1. Januar 2017 gibt es in Nienburg die Niederschlagswassergebühr. Davon betroffen sind Grundstückseigentümer, deren Grundstück an den städtischen Regenwasserkanal angeschlossen ist. Ab Januar 2019 plant die Stadtverwaltung, die Gebühr zu erhöhen. Für den Nienburger Club Below steht das neue Konzept. Am 27. Oktober sollen die Räumlichkeiten an der Langen Straße erstmals offiziell wieder öffnen. Bis dahin werden noch aktuelle Prüfberichte abgenommen. Samstags entfällt der Eintritt künftig, außerdem soll bereits zu 21 Uhr im Loungebetrieb auch mit Fingerfood und anderen Aktionen geöffnet werden. Zudem will sich das Below-Team gezielter auf Events konzentrieren und diese ein- bis zweimal im Monat an Freitagen anbieten. Der Bund plant verschiedene Bauprojekte in 2019 und 2020 umzusetzen. Drei neue Radwege sollen so in der Samtgemeinde Uchte finanziert werden. Gesamtkosten in Höhe von rund 6,8 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Zwei neue Radwege entstehen an der B61 und einer zwischen Stolzenau und Glissen entlang der B215. Sandra Davina hat gerade im Nienburger Kulturwerk das Publikum begeistert. Nun kommt sie gemeinsam mit Hinner Köhn, Ken Yamamoto, Lennart Hamann und Theresa Reichel zurück nach Nienburg. Beim Poetry Slam Kampf der Künste am 19. Oktober im Theater auf dem Hornberg treten die fünf Slammer gegeneinander an. Die Hake ist Medienpartner. Zum Sport. In Liebenau weht nun rumänischer Wind. Den Fußball-Kreisligisten verstärkt ab sofort Stürmer Bobby Buna. Er spricht nur wenig Deutsch und Englisch, kann dafür aber hervorragend kicken. Beim abstiegsbedrohten SV Aue stand der Rumäne am Sonntag erstmals im Kader und durfte sofort von Beginn an ran. Laveslo hat die Tabellenführung übernommen. In der ersten Kreisklasse führte der FC Viktoria seit zwei Wochen die Südstaffel an. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Muharrem Kuscu das Topspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter Nendorf mit 2:1. Bester Torschützer der Südkreisler ist Shahin Kelemci mit 8 Treffern. Die Standardformation des TSC Blau-Gold Nienburg freut sich über 4 Neuzugänge. Somit möchte das Team nun mit 8 Paaren in die neue Saison in der zweiten Bundesliga starten. Das klare Ziel? Der Aufstieg ins Oberhaus und die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in Hamburg. An einer neuen Choreografie arbeitet das TSC bereits auf Hochtouren. Am 19. Januar startet die Saison mit dem Heimturnier in Nienburg. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Mittwoch oder unter www.diehake.de.